Leute, herzlich willkommen zurück bei Castlevania Lord of Shadows 2. So, ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Lass mich raten, ich habe keine Magie. Warum habe ich keine Magie? Das könnte jetzt problematisch sein. Von hier bin ich gekommen. Ach shit, warum habe ich jetzt keine Magie? Ich habe doch das schon gemacht, das letzte Mal. Ach Moment, ich habe doch dieses komische Dingsbums. Komisches Dingsbums, wo bist du? Der Hälfte begrenzt deine Beherrschung. Nee, das war's nicht. Dodos? Nee. Ach genau, das hier brauche ich jetzt. Pass auf. Nee, was war das für ein Knopf? Wie benutze ich das? Das war doch hier. Klonk hat's gemacht. Dann brauche ich das. So. Ah. Genau, das habe ich das letzte Mal eigentlich schon gemacht, aber das Spiel resettet das wieder, weil wir wissen ja, Checkpoints sind toll. Warum springst du jetzt nicht so weit? Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn man den coolen Vampir gespielt hat wie Kane und dann kommt man zurück zu ihm, kommt man sich leicht verarscht vor. So ein ganz klein wenig. Kane ist mal einiges cooler. So, ich denke mal, hier geht's weiter. Wie ich immer Nachrichten aufs Handy bekomme, wenn ich gerade aufnehme. Das ist immer sehr faszinierend. Tja, was haben wir denn hier? Missgeschick von Alva, dem Weisen. Als ich den Schritten Draculas folgte, erreichte ich das Innere eines Raumes, der eine Art magischen Apparat enthielt. Ich bin sicher, dass er mich nicht gesehen hat, doch als ich eintrat, war er verschwunden. Vielleicht ist es eine Vorrichtung, um schnell von einer Seite der gewaltigen Burg zur anderen zu gelangen. Das würde erklären, wie der Prinz der Schatten die Geschehnisse in seinem gesamten Herrschaftsgebiet lenken kann. Der Mechanismus wird scheinbar mit Blut betrieben. Als ich jedoch meins anbot, erhielt ich einen Stich in meine Handfläche, woraufhin eine merkwürdige Flüssigkeit in meine Venen injiziert wurde. Die Zuckungen kehrten immer wieder, sodass ich diese Nachricht nur unter Schwierigkeiten zu Ende schreiben kann. Mir bleibt nur zu hoffen, dass mein Name den Leuten aufgrund der heldenhaften Taten in Erinnerung bleibt, die ich zu Lebzeiten vollbracht habe. Ich hätte aber auch Verständnis, sollte dies wegen meines letzten Fehlers nicht eintreten. Ja, was müsst ihr mal jetzt ausprobieren, was nicht für euch gedacht ist? Das ist definitiv nur der Kartenraum. Und damit kann ich jetzt sehr, sehr wenig anfangen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch dieser Weg. Zurück, vor, springen. Zurück, vor und springen. Yay, geht doch. So, das ist der alte Weg. Ich bin ja eigentlich nur wieder hier, weil ich die ganzen Upgrades holen will. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ah, Lebensenergie. Das ist gut. Das ist praktisch. Das gefällt mir. So, wie war denn das hier? Da gab es doch auch irgendeinen Trick, oder? Ach, ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ich muss zurück in die große Halle. Ne, hier bin ich falsch, oder? Komme ich da jetzt in die große Halle? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich hier verkehrt. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt keine Zeit zum Kämpfen. Vielen Dank. Ja, das war das mit dem Mechanismus am Anfang. Komme ich jetzt hin? Ah, genau, das ist die Halle, wo ich hin wollte. Haha. Nämlich folgendes. Da gab es nämlich noch haufenweise Zeug. Aber natürlich ist auch das Blut da, um mir einfach mal so gegen das Bein zu pissen. Ich meine, warum nicht?
Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ja, danke. Hey, das ist so übel blöd gemacht, bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt aber nicht wieder so ein Kack, wo immer unendlich viele spawnen, oder? Wieder beim letzten Mal. Dann komme ich wieder in den Rappel. Das sind so Sachen, da möchte man das Spiel am liebsten gar nicht mehr spielen, ne? Da macht er wieder die ganze Zeit Special Attacks. Genau, ist okay. Fängt mir schon wieder super an. Und ich kann ihm nichts machen, weil ich kann das Schild nicht wegschlagen, weil ich habe keine Chaos-Magie. Ja, geil, oder? Ah, das ist so dermaßen dumm einfach. Erinnert mich so an die letzte Folge, da war es genau dasselbe. Ja, hier liegen überall Skelette, die spawnen immer und immer wieder. Und ich kann sie nicht zwingen, weil ich habe keine Magie, weder Licht noch Schatten. Ist toll, ne? Super toll. Macht das Spiel gleich um einiges mehr Spaß. Finde ich auch. Ist ein gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Macht total viel Spaß und Sinn und so. Ja, dann kommen wir diese scheiß Wurfsequenzen damit. Ja, ich zeig's dir. Ich hab Kamerafahrten im Spiel. Oh Mann. Bist du total kastriert, weil du nichts machen kannst ohne deine Fähigkeiten? Wie sollst du da... Ja, dann schießt du dich runter. Also, was lernen wir daraus? Ich kann diesen Raum nicht kreuzen, ja. Ich komme nicht ans andere Ende. Weil immer wieder diese geilen Sequenzen kommen. Was kann ich jetzt machen? Wie beim letzten Mal, ich kann einfach nur warten, bis sie mich tot klopft. Das ist gutes Spiel, das finde ich richtig geil. Richtig gut finde ich das. Ja, check ich halt in der Zwischenzeit meine E-Mails und meine Nachrichten auf dem Handy. Ich meine, das ist Castlevania, Lords of Shadow 2. Ja, ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Totaler Bullshit. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dieses Spiel ist einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Von vorne bis hinten einfach nur schrecklich. Ich überlege gerade, ob ich noch weitermachen soll, ob ich das Projekt abbreche, weil... Es ergibt keinen Sinn. Der erste Teil war so gut und der zweite Teil ist einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ach, ich gebe noch eine Chance. Wie kann man sowas verfinstern? Ich verstehe das nicht. Wie kann man sowas so dermaßen schlecht machen? Guck mal, du musst immer erst einmal gruppieren. Dann musst du die Spawnzeit ausnutzen. Dann kommst du vielleicht ans andere Ende dieses Raumes. Ja, wenn du es nicht ganz so verkackst. Ja, dann kommt man rüber, ne? Also teilweise... Nee, ich verstehe den Gedankengang nicht. Das ist einfach nur übelst dämlich. Soweit ich weiß, war da oben noch irgendwann ein Upgrade. Warum springst du jetzt nicht über die Schlucht, wenn ich drücke? Why? Was macht er denn da? Ach, wie die große Wippe. Hey, wir spielen Dracula und er kann nicht mal ein bisschen weiter springen. Das ist so eine Pfeife. Sage ich euch, das ist so eine Pfeife. Warum kann ich dich jetzt nicht benutzen? Wollen wir nicht, ne? Wollen wir nicht, müssen wir nicht. Wenigstens ist es ein Lebensstein. Was ist hier? Großes Loch. Komm ich da hin? Oh, was haben wir denn hier? Hey, hier war ich doch schon mal, oder?
Hä? War ich hier schon? Ist gerade alles ein bisschen verwirrend. Liegt wohl daran, dass alles gleich aussieht. Hoppala, B. Okay, ich habe irgendwas aktiviert und ich weiß nicht mal was. Habe ich die Tür geöffnet? Was zum Teufel? Jetzt bin ich hier? Sag mir nicht, ich hätte mir den ganzen Laufweg sparen können. Schon verarsche jetzt, oder? Ach, das ist der Mechanismus für die Tür. Warum habe ich jetzt wieder volle Lichtmagie auf einmal? Was habe ich denn da nicht gerafft? Auf jeden Fall ist hier auch noch ein Tor. Hallo, benutzt das? Warum würdest du Schaden kassieren, wenn ich sage, benutzt das? Ja, der Spieler gibt keinen Sinn. Ah, wieder so ein Ding. Interessant. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzählen soll, weil ich so dermaßen enttäuscht bin von dem Spiel. Und er läuft über die Kante, obwohl ich den Stick nicht berühre. Supi. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob da vorne auch noch ein Upgrade war. Aber ich glaube, da war noch eins, oder? Das ist alles schon so lange her. Hier, da in diesem Szenario am Anfang des Spiels hat das Spiel auch richtig Spaß gemacht. Ja, habe ich schon gefreut. Ja, das wäre wieder der erste Teil. Ah, passt, wunderbar. Aber ich sollte falsch liegen. Das wurde mir so schnell bewusst, das glaubt ihr euch gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Ah, hier habe ich wieder keinen Schlüssel für dieses Ding. Sehr, sehr ärgerlich. Hier war doch auch noch irgendwo ein Gitter, oder? War hier nicht irgendwo ein Gitter? Doch, hier. Wo ist das Gitter? Ich hab's doch gewusst, dass hier irgendwo ein Gitter ist. So, haben wir hier wieder den gelben Stein. Da war doch noch irgendwo etwas, glaube ich. Oder. Ah, das war der Bossraum. Mit dem Blutgolem. Aber ich habe da keinen Bock, dass ich da unten lang gehe, weil da so viele komische Viecher unten sind. Aber ich guck trotzdem mal. Ach, ich bekomme wieder volle Schatten und Lichtmagie, wenn ich einen so Kristall aufsammle. Ah, so ist das. Ich finde das so dermaßen nervig mit diesem, hey, Slow-Mo-Effekt, ein Feind schießt auf dich. Geil, ne? Besonders, weil du dich auch nicht wehren kannst. Warum geht das bitte in Slow-Mo, nur dass du es in Slow-Mo siehst, wenn dich runterballert oder was? Dass du dich noch besser ärgern kannst. Muss ich jetzt nicht so hundertprozentig verstehen, glaube ich. Das ist schon... Das ist das, was ich hasse an so blöden Open-World-Spielen. Du kommst wieder in den Bereich und sind wieder Feinde da und wieder Feinde. Die spawnen immer und immer wieder, bis du das Kotzen bekommst. Mache ich deswegen das Spiel Open-World, damit ich die Spielzeit strecken kann? Damit ich sagen kann, mein Spiel ist 30 Stunden lang, wobei ich 20 nur mit sinnlosen Gekloppe verbringe. Weil das Spiel hatte nur zwei Story-Sequenzen anscheinend. Weil, na, super, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Ungefähr nichts hier, du Penner. Ich
bin aber immer noch feste Überzeugung, das Spiel würde mehr Spaß machen, wenn es die Levelstruktur von Teil 1 hätte. Ja, wenn es nicht Open World wäre. Das Open World schadet dem Spiel so dermaßen, wie es Dark Siders 2 geschadet hat. Ja. Open World ist nicht immer gut. Besonders, wenn es nicht zu eurem Spiel passt, vor allem. Ja. Und das passt hier ganz und gar nicht. Weder vorne noch hinten. Komme ich jetzt in dieses scheiß Ding da rein? Ja, muss ich doch hier oben irgendwo hin. Das ist auch so toll. Hier kann er ewig weit springen, aber wenn er normal springen soll mit seinen zwei Beinen, nö. Nur einen kleinen Satz nach vorne. Mehr geht nicht. Lalalala. So eine Pussy, hä? Wird nicht ganz reichen wahrscheinlich. Nicht das, ja, da kann ich stehen. Ich habe das Stehen gelernt. Muss ich warten, bis die Fähigkeit wieder voll ist oben links, dass ich da durch kann. Ach ja, man hat es nicht einfach aus Dracula, ne? Deswegen bevorzuge ich Kane. Kane ist nicht so eine Pussy. Muss auf Cooldowns warten. Ne? Der sticht euch einfach ab und nimmt das Blut. Passt schon. Was ist Kane? Kane ist awesome. Du kannst jetzt mehr von Alastors Siegeln tragen. Ja, das ist nett. Ich wüsste zwar nicht, warum ich das tun sollte, aber es ist auf jeden Fall nett. Ja, ja, jetzt spielt nicht so awesome Musik, um mich zu besänftigen. Nee, nee, nee. Mein Urteil bleibt, das Spiel ist eine Tragödie. Aber okay. Könnte ich hier auch ein bisschen Licht haben, dass ich was sehe, oder wie läuft das? Bernhards Flügel. Ach, da oben geht's weiter. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Hallo? Das wäre so eine Kacke, wo ich hundertprozentig stehen, richtig stehen muss, oder was? Hä? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Entweder ist das buggy oder dumm gesetzt, aber man kommt da nicht hoch. Aber ich denke, man sollte da hochkommen, weil hier diese Flintermäuse sind. Muss ich da glitschen oder was, wenn ich mich hier draufstelle? Nee, das kann auch nicht sein, oder? Nee, das kann nicht sein. Nö, hier geht's definitiv nicht weiter. Oder ist hier noch irgendwo ein Loch vielleicht? Nope. Der gute Mann hält sich hier überhaupt nicht ein. Na ja, gut, dann geht's halt nicht. Ich meine, soll mir egal sein. Ich muss mir das nicht antun. Nee, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Soll halt auch selber zugucken, wie er darauf kommt. Ja, egal. Soll denn das? Na, da fallen nicht auch noch irgendwo ein Gitter. Ach nee, das war das mit dem Wasserfall, ne? Das habe ich ja damals schon gemacht. Wie ich mein Schwert bekommen habe. Irgendwie passt die Musik im Moment überhaupt nicht zu dem Ganzen. Irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, seltsam. Shelljam. Ach, hier war auch noch ein Tor. Richtig, richtig, richtig. Lass mich raten, da komme ich noch gar nicht durch, oder? Ja. Oh, Menno. Warum komme ich da noch nicht durch? Ich will aber. Ich glaube, ich muss da sowieso wieder zurück in die andere Welt. Damit wir endlich weitermachen können in der nächsten Folge mit Progress. Ich hoffe immer noch auf das Beste, dass es gut wird, aber nach 9 Stunden sehe ich schwarz. Selbst nach 9 Stunden kannst du mich nicht mehr glücklich machen, Castlevania.
Nicht mal nach 9 Stunden. Ich habe dich gelebt. Du hast mich nur benutzt. Ah, da vorne. Cookie, Cookie. Jetzt habe ich den Wolf beschworen, jetzt kann ich nicht mehr laufen oder was? Ach komm, leck mich da. Ach, jetzt. Ich muss warten, bis der blöde Wolf weg ist. Das sind alles so Design-Sachen, wo ich sage, what? Da komme ich gar nicht rüber von hier. Das würde bedeuten... müsste ich hier theoretisch irgendwie raufkommen, aber das geht ja auch nicht. Die einzige Stelle zum Hochklettern ist hier. Dann geht's leider nur hier rüber. Nö, komme ich nicht hin. Gut, dann habe ich das halt nicht. Auch egal. Soll mir recht sein, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ne, das passt schon. Na, lass uns nicht. Oh, ich gehe ganz weit weg von euch, das ist eine gute Idee. Warum sollte ich dich nicht verlassen? Versuchst du mich permanent zu töten? Okay, zurück im Stadtzentrum. Aber, wie es weitergeht bei Castlevania Lords of Shadow 2, das erfahren wir in der nächsten Folge. Leider, leider. Das ist aber so. Bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin der Zack und stay tuned. And so long.